Das Hannoversche Stadtbahnnetz wurde 1966 mit vier Tunnelsträngen geplant, der sogenannte Vena-Plan. Hannover sollte ein Tunnelnetz mit den vier Ästen A, B, C und D bekommen, das stufenweise realisiert werden konnte. Das Netz wurde so geplant, dass die Linienführungen den Hauptverkehrsströmen folgt und alle Streckenäste mit nur einmaligem Umsteigen an einem der fünf Umsteigestationen Hauptbahnhof Raschplatz, Kröpke, Steintor, Egidientorplatz und Marienstraße erreicht werden konnten. Zu diesem Zweck sollten sich die vier Linien an drei wichtigen Punkten kreuzen. Am Hauptbahnhof A, B und D, am Kröpke A, B und C und am Steintor C und D. Ebenso noch an der Marienstraße C und D. Daher wurde schon an der Station Hauptbahnhof und Steintor umfangreiche Vorleistungen mitgebaut, die sogenannten Geisterstationen. Mit heutzutage nur drei fertiggestellten Tunneln ist das Netz somit noch nicht vollendet. Der verbindende D-Tunnel fehlt. Nach dem Zuschlag für Hannover zur Ausrichtung der Expo 2000 wurden die Pläne für den D-Tunnel konkreter. Der Vollausbau vom Goetheplatz via Hauptbahnhof durch die Saalstraße bis zur Lindemannallee wurde durchgeplant. 1992 war der D-Tunnel komplett berechnet und planfeststellungsfähig. Durch politische und finanzielle Überlegungen wurde der Bau und die weitere Planung jedoch verzögert. Statt des geplanten langen Tunnels wurde der neue Streckenast D-Süd vom Bischofstoler Damm zum Expo-Gelände an die vorhandene Strecke C-Ost angebunden. Infolge dieser Situation existiert bis heute die zwei voneinander getrennten Strecke D-West mit straßenbahnähnlichem Charakter und D-Süd. Nach der Expo 2000 wurde es zunächst still um den innerstädtischen Tunnel. Im Dezember 2006 legte der Vorstandsvorsitzende der Östra, André Neist, zusammen mit seinem Pressesprecher Udo Iwanek die schon vorhandenen Planungen erneut auf den Tisch. Östra-Berechnungen ergaben, dass der Tunnel der Östra im Jahr 1,5 Millionen Euro an Ersparungen und Mehreinnahmen bringen würde. Für die Baukosten ist die Östra jedoch nicht zuständig. Drei Viertel der Kosten können bei Bund und Land beantragt werden, den Rest müsste die Region Hannover zahlen. Kurzfristig sah es schon aus, als hätte sich Stadt und Östra auf den Tunnel geeinigt, unabhängig von der politischen Meinung. Ein Gutachten belegte zudem die Wirtschaftlichkeit des Projektes. Doch dann kam vom Regionspräsident Hauke Jargau im November 2009 ein Satz, der für ihn bis heute gilt. Er habe wegen der Kosten entschieden, das Projekt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht weiterzuverfolgen. Seitdem hat es mehrere Gutachten und verschiedene politische Forderungen zum weiteren Ausbau der D-Strecke gegeben. Nach dem vermeintlichen Aus zum D-Tunnel plant die Region Hannover, die einzig verbliebene Strecke D-West mit den Linien 10 und 17 oberirdisch auszubauen. Durch die städtebauliche Problematik beim Bau von Hochbahnsteigen entstanden in der Limmerstraße in Linden-Nord Proteste. Dies führte zu wiederholten Forderungen von Umweltverbänden und einigen Parteien zur Einführung eines Niederflursystems nur für diesen Ast. Die Östra gab ein Gutachten in Auftrag zur Bewertung von Niederflurstrecken mit dem Ergebnis, dass ein zweites System für Hannover zu teuer kommt. Ungeachtet dieser Ergebnisse halten Niederflurbefürworter weiterhin an ihren Forderungen fest. Beim oberirdischen Verlauf der D-West soll die problematische und seit Jahren viel diskutierte Posttunnellösung zum Tragen kommen. Im Grunde ändert sich dabei bis zum Hauptbahnhof am Verlauf der heutigen Straßenbahnlinie nichts. Vor der Ernst-August-Galerie muss eine enge Doppel-S-Kurve befahren werden, damit die Strecken nun nach Nordosten in die beginnende Listermeile geführt werden kann. Ein Stadtbahnhalt im sogenannten Posttunnel unter den Gleisen des Bahnhofs ist vorgesehen. Nach der Brückendurchfahrt biegt die Stadtbahn nach Osten auf der Berliner Allee ab.
Für den vorläufigen Endpunkt mit Wendeanlage in Mittellage der Straße muss die Rastplatz-Hochstraße abgerissen werden. Es gibt bei dieser Planung Kritik wegen städtebaulicher Probleme und kaum verbesserter Beschleunigung oder Umsteigesituationen. Die aktuelle, verworrene Faktenlage zur D-Streckenplanung sieht zusammengefasst so aus. Die Region Hannover möchte keinen Tunnel, angeblich zu teuer, und lehnt diesen offensiv ab. Die Möglichkeit zum Einsatz von 75% an möglichen Fördergeldern vom Bund läuft 2019 aus. Die Stadt Hannover wünscht aus städtebaulichen und verkehrslichen Aspekten keinen besonderen Bahnkörper in der Kurt-Schumacher-Straße. Nur dieser würde eine oberirdische Trasse preiswert erscheinen lassen. Eine straßenbündige Gleisanlage ist gemäß den geltenden Förderrichtlinien nicht zuschussfähig und würde die Region teuer zu stehen kommen, sodass die anteiligen Kosten für Tunnel oder Oberfläche bald gleich aufliegen würden. Die Istra ist für den Tunnel, darf sich aber offensichtlich nicht mehr öffentlich zum Thema äußern. Sie hat alternative Finanzierungsideen für den Tunnel aufgezeigt. Es gibt unterschiedliche Meinungen der Parteien über die Linienführung und oder das System, hoch oder niedrig der Flurtechnik, unter- oder oberirdisch. Die Diskussion dauert nun schon fast 20 Jahre und wird teils heftig ideologisch geprägt geführt. Aufgrund der periodisch auftauchenden Meinungen und Ideen zum D-Tunnel bzw. zum Ausbau der Linien 10 und 17 berichtet die Presse natürlich ausführlich zu diesem Thema. Die zwei hannoverschen Zeitungen Neue Presse und Hannoversche Allgemeine Zeitung haben schon Dutzende von Artikeln über die Jahre gebracht. Ebenso interessant sind dabei die Lesermeinungen. Die Initiative Pro D-Tunnel e.V. hat sich aus interessierten und engagierten Bürgern der Stadt Hannover gebildet. Zweck des Vereins ist die Förderung und Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs in der Landeshauptstadt Hannover, insbesondere in Form des vierten Innenstadttunnels zwischen den Haltestellen Goetheplatz und Marienstraße über Steintor, Hauptbahnhof und Platz der Kaufleute, die damit verbundene Aufwertung der Innenstadt, die Senkung der Betriebskosten sowie die Verkürzung der Reisezeiten auf etlichen Relationen im Stadtbahnnetz. Gebildet und gefunden hat sich der Verein im Internetforum Skyscraper City. Hier treffen sich Nutzer mit unterschiedlichen Bildungsgraden, Meinungen und Hintergrundwissen zum Thema, um Neuigkeiten, Pläne und Bilder zu besprechen. Durch die jahrelang angehaltene Diskussion ist dieses Thema zum intensivsten Gesprächsbereich im Themenbereich Hannover avanciert. Mit dem Aufbau dieser Themen-Homepage durch ehrenamtliche Mitglieder und weitere Aufklärung der Bürger, etwa mit einem Infoflyer, soll vermieden werden, dass sich Träumereien von einem teuren Niederflurergänzungsnetz durchsetzen. Die Initiative stellt sich nicht als Gemeinschaft von Betonköpfen mit unbedingtem Hang zu teuren Tunnelfantasien dar, sondern sieht in dem Bau des D-Tunnels in vernünftigen und finanzierbaren Bauabschnitten die Fortführung, Verknüpfung und Fertigstellung des seit Jahrzehnten erfolgreichen hannoverschen Stadtbahnsystems. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.